Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, sehe ich nicht nur die Stromleitung, sondern auch das komplexe Energiesystem, was dahinter steht. Das mitgestalten zu können, motiviert mich. Mein Name ist Melina Groß. Ich habe Energietechnik in Erlangen in Bayern studiert und bin dann im November 2017 als Netzentwicklerin zu Amprion nach Dortmund gekommen. In meinem Bereich entwickeln wir sogenannte Zielnetze für das Jahr 2030 und darüber hinaus. Das bedeutet, wir konzipieren Leitungsprojekte, die wir dann auf nationaler Ebene in den sogenannten Netzentwicklungsplan und auf europäischer Ebene in den TYNDP einbringen. Was unsere Kollegen intern berechnen und analysieren, das tragen wir dann nach außen, beispielsweise an die Bundesnetzagentur oder an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Dabei ist unser Ziel, dass die Bundesnetzagentur die Notwendigkeit unserer Projekte feststellt und den Bedarf bestätigt. Bei unserer Arbeit müssen wir uns an gesetzlich fest vorgeschriebene Prozesse halten. Und das bringt einen Abstimmungsbedarf zwischen den deutschen Übertragungsnetzbetreibern mit sich, aber eben auch mit unseren europäischen Nachbarn. Im Moment bin ich in verschiedenen Arbeitsgruppen parallel tätig. Das bedeutet, dass ich häufiger in Deutschland, Europa oder auch bei Konferenzen unterwegs bin. Also wenn man bei uns im Team arbeiten will, dann sollte man ein gewisses Grundverständnis für die Komplexität des Energiesystems mitbringen und gerne auch, wie ich, eine hohe Affinität zu Zahlen. Außerdem würde ich sagen, dass eine gewisse Spontanität, Flexibilität, aber auch ein Talent zur Priorisierung wichtig ist. Und das zum Beispiel auch beim Mittagessen. Also sowohl privat als auch beruflich ist mir wichtig, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich mache. Ich kann bei Amprion viel leisten und deswegen ist es wichtig, dann auch in der Freizeit die Akkus aufzuladen. Das mache ich besonders gerne beim Tanzen oder auch beim Yoga am schönen Phoenixsee in Dortmund.